Was machst du da, Brain? Ich studiere die Geschichte, Pinky. Oh, das tue ich auch furchtbar gern, aber ich vergesse immer wieder, die Zierleisten zu polieren. Das nennt man ein Autowachsen, Pinky. Das ist etwas anderes. Oh. Das Studieren der Geschichte macht Sachen nicht schön glänzend, sondern es erbaut einen und bereitet darauf vor, den Möglichkeiten des Schicksals ins Auge zu blicken. Wusstest du, dass immer, wenn du deinen Mund bewegst, komische Geräusche rauskommen? Ich werde es mal so erklären, dass sogar du es verstehen kannst. Die Geschichte dieser Welt analysiere ich, so erreiche ich mein Ziel, alle vergöttern mich, alle mächtigen Eroberer, so wird mir klar, machen Fehler, bis ihr Siegeszug zu Ende war. Und du nimmst dir diese Fehler in dein Repertoire. Ich bilde mich, so kann ich sicher sein, ich mache nicht das klitzekleinste Fehlerlein. Du machst dann überhaupt gar nichts mehr, oh nein, denn beim Lesen der Geschichte schläfst du sicher ein. Pass ein bisschen auf, Pinky. Kleopatra, die Königin, gab sich gern römischen Geliebten hin. Doch Einsamkeit fand sie so mies, dass sie von einer Giftschlange sich beißen ließ. Was ihren Sinn für Stil und Eleganz bewies. Ich brauche keine Weltallianz, wenn jedes Hausgerät nach meiner Pfeife tanzt. Oh nein, Ray, das wäre wirklich dreist, wenn die Mixmaschine einem in den Hintern beißt. Hannibal auf seinem Ritt gen Rom nahm viele Elefanten mit. Doch nahm das Unglück seinen Lauf. Der Konvoi fiel den Soldaten an der Wache auf. Außerdem gab es Probleme mit dem Erdnusskauf. Ich brauche Elefanten nicht. Die Medien verbreiten doch mein Angesicht. Du wirst ein Star, wenn's dir gelingt. Dass dich das Fernsehen nicht am Sonntagabend bringt. Der Hundenkönig Attila zerschlug Kleinasien mal hier, mal da. Die Franken aber blieben stur, gegen die war er ein armes, kleines Würstchen nur. So begann im Frankenreich die Esskultur. Ich plündere nicht wie jener Mann, wenn unterschwellig ich manipulieren kann. Manipulieren Hunden, dass er Hotdogs für mich plündert ohne Unterlass. So. Caligula, der Kaiser, war zu Knabensinne doch etwas sonderbar. Rom spürte, etwas lief dort schief, als Caligula ein Pferd in den Senat berief. Was ist denn bloß ein Volk, nur lieber negativ? Ich muss nicht wüten als Tyrann, wenn ich die ganze Welt hypnotisieren kann. In Trost von all dem Firlefanz tanzen alle gern für dich den Ententanz. Pinky, wenn du diese Albernheit nicht sofort lässt, werde ich dir wehtun müssen. Okay. Napoleon überfiel sogleich die Nachbarschaft, zum Beispiel Österreich. Dann wandte er sich England zu, schon verlor er gegen Wellington bei Waterloo. Der zu sehr auf die Sahne haut, bereut's im Nu. So unklug stell ich mich nicht an, die Schwerkraft überwinde ich schon irgendwann. Doch scheiterst du eventuell, kennt man dich fortan als Brandon Beutel. Von Genghis Khan bis hin zum Schah, von Alexander bis zu Dracula. Ich fand sie schon perfekt beinahe, doch schließlich unterlief doch jedem ein Fauxpas. Und vergiss nicht unseren Willi aus den USA. So, nun ist wohl vieles klar. Ich hoffe, dass der Exkurs nicht ganz vergeblich war. Nun, Brain, ich lernte viel dazu. Alle sind gescheitert ganz genau wie du. Danke, dass du so ein Vertrauen in mich setzt. Jetzt komm, wir müssen uns auf morgen Abend vorbereiten. Wieso? Was wollen wir denn morgen Abend machen? Singen wir ein Lied über alle Käsesorten der Welt? Nein, Pinky, wir versuchen die Weltherrschaft an uns zu reißen. Denn nun wissen wir ja, was uns die Geschichte lehrt. Oh, aber ich mag das Käselied, Brain.